So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shakes Fidget. Wir befinden uns gerade auf S27. Und ja, hier sehen wir erstmal den Raid White Walkers gegen das Wunderlampenreich. Ja. Ja, ich habe ja das 200 Abonnenten nicht Special rausgehauen gestern. Ja, ich habe von vielen Seiten gehört, dass es einfach zu viel Gelaber war teilweise. Ja, finde ich eigentlich auch. Also ich habe euch da ziemlich totgeschlagen mit meiner Sprache, besser gesagt mit meinen Worten. Naja, hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber ja, irgendwann muss man auch mal was. Irgendwann muss man dazu auch mal was sagen und vor allem auch. Ja, was das so betrifft, also mit den, weil sie meine Meinung oder so zu spielen oder so, hau ich schon gern mal raus, so also wörtlich. Kannst auch aufschreiben, aber das, naja. Also ich hau da gern, also ich habe gerne, also ich habe da schon viele eigene Meinungen so, auch vor allem zu spielen. Bilde ich mir mal eine eigene Meinung drüber und sage so, okay, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, weil ich entweder für mich oder ich hau es irgendwo mit rein in ein Video oder so, ich habe es schon mal öfter mal angedeutet. Und, haben wir jetzt auch den Raid geschafft. Okay, bezwingen. Ja, und gleich den nächsten Raid hinterher. Ja. Also viele haben sich das ein bisschen anders vorgestellt, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich denke, ich werde sowieso das 500 Abonnenten Special. Es ist ja eigentlich auch sowieso gar kein Nicht-Special. Also ist ja, ja, es ist ein Nicht-Special so rum. Und ja, also es ist natürlich dann schon klar, dass dann irgendwo irgendwie, naja, das war jetzt nicht so das Aufwendigste, was ich je, ja, gemacht habe, sage ich mal. Also, da waren schon manche Sachen ein bisschen schlimmer. Aber ich wollte auf jeden Fall mal so eine Meinung verlieren zu Guild Wars auf jeden Fall. Und ich denke, viele hat interessiert überhaupt, wie ich auf den Namen gekommen bin, weil mich das ja auch wirklich viele gefragt haben. Also es waren nicht nur ein paar. Ja, was ich da zum Kanaldesign gesagt habe, denke ich, ist Ansichtssache. Also es wird wohl kaum jemanden interessieren, der nicht selber YouTuber ist. Also der selber Videos produziert. Es sei denn, er guckt sich da gerne mal Kanäle an. Aber ich denke, also ich habe, wie gesagt, eigentlich einen sehr negativen Eindruck. Ja, können wir irgendwas probieren? Ich denke mal, nee, den schaffe ich auch noch nicht. Aber vielleicht schaffe ich den heute Abend, das kann passieren. Ich habe nämlich gestern war ja der Server down, oben, ja, auf jeden Fall vormittags bis 12 Uhr, Punkt 12 Uhr, ging die Server wieder online auf S27, aber nur auf S27, also der Rest war alles online. Und ja, dann ist der Server gestartet und ja, dann habe ich gleich, also direkt nach Serverstart, First Try, habe ich den bei dem kranken Baum, den Gremlin, probiert und habe ihn tatsächlich geschafft. Ich war ziemlich happy und habe sogar ein Epic bekommen, nämlich diese Brustrüstung hier. Und ich habe dann gestern auch direkt noch den Kloschlüssel nochmal gefunden und habe dann erstmal schon was reingelegt. Ja, wie gesagt, jetzt fehlt mir noch ein Epic rein, theoretisch. Ich muss irgendwo noch ein Epic hernehmen, Leute. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Ich nicht gerechnet habe, nicht gedacht habe, dass ich jetzt nochmal so schnell den Kloschlüssel einlöse, weil ja Gold-Event war und so weiter und so fort. Da hätte sich sowieso nicht so wirklich gelohnt, noch den Schlüssel zu verkaufen, weil wenn man sich jetzt das anguckt, hier ein Skill kostet 5000 Gold. Ja, deshalb, ich weiß nicht, ich habe das dann einfach eingelöst. Ich war schon Stufe 109 und ja, habe ich mir gedacht, warum nicht? Eigentlich mache ich das erst auf Level 100. Ja, eigentlich doch, auf Level 105 habe ich das gemacht, aber da war auch dann, habe ich dann noch nicht auf S24 die Level, also die 100er Bremse hier, habe ich die nicht übersprungen, weil die halt einfach unnötig war. Aber ich, wie gesagt, wenn mich jetzt viele gefragt haben, ey, warum hast du so viele Pilze rausgehauen, haben auch viele so angedeutet, ey, du hast ja viel zu viele Pilze rausgehauen. Ein schlechter Gürtel. Habe ich auch nicht gesehen. Also müssen wir sowieso mal machen. Also der hat zum Beispiel hier, ich hoffe, ich schaffe den. Moment. Gucken wir erstmal ab kurz, weil es kann ja mal sein, dass der mich schon mal angegriffen hat und ich habe gewonnen. Was ziemlich unwahrscheinlich ist, aber es kann ja sein. Also
Nee. Hoffentlich gewinne ich. Wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne. Nee, war ja klar. Obwohl es eigentlich von den. Na, okay, ich habe 300. Ja, okay. Hat er wahrscheinlich zurecht gewonnen, ja. Doch. Müsste eigentlich zurecht gewonnen haben. Ah, ich bin dafür ein Kundschafter, also es gleicht sich eigentlich aus. Also eigentlich wäre es faires Match gewesen. Ja, hier habe ich den schon. Ich bekomme jetzt immer mehr so 100er Epics, deswegen, ich habe da auch noch aber relativ wenig. Gürtel habe ich leider auch schon. Gucken, was Neo so hat. Nee. Der hat auch nichts Brauchbares. Ja, da muss ich mich jetzt erstmal wieder mit meinem Mist hier beschäftigen, mit dem sogenannten SA-Farm. Genau, den habe ich heute schon mal, glaube ich, angegriffen. Ah, nee, Moment. Genau. Perfekt. Die Brille hat mir nämlich noch gefehlt. Das war so die einzige. Den habe ich heute auch schon angegriffen, genau. Da kam irgendwie eine Rundmail. Und wegen, dass der und der den Bogen hat und den habe ich dann auch angegriffen. Der hat nichts. Soweit ich das sehe, es kann natürlich auch wieder sein, dass ich hier was überblätter. Das ist alles nur so kurz überflogen, so müsst ihr euch das vorstellen. Ja, deswegen, aber hier sind halt so schon viele Level 100er dabei, deswegen, also gibt es hier auch schon ein paar, so die das sowieso alle, also die so ein paar Epics haben. Ich kann ja mal kurz gucken, was im Gildenchat so läuft. Schade. Guck ich mal, ob in meiner Gilde irgendjemand, ja, Vendetta, aber nee, die Rüstung habe ich sogar schon, stimmt. Im Kundschafter dürfte ich da schon eigentlich relativ viel haben. Ha, Sophie hat auch nichts. Ist ja merkwürdig. Iramos, der hat zwar mal was, aber hat nichts mehr. Nee, Moment, ist es das ja? Ah, der ist Rang 8, Mann, ey. Den schaffe ich doch niemals. Ich weiß gar nicht, habe ich den Helm nicht sogar schon? Ah, der ist eh schon, ja, okay, der ist Rang 15, den packe ich nicht. Ja, Ximo, der wäre der einzige gewesen, den ich jetzt noch probiert hätte zu töten, aber der wollte nicht down gehen, wollte nicht down gehen. Töten hört sich immer so schlimm an. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich der Sammel? Oh ja, ich glaube schon, oder? Ich kann ihn ja mal probieren, aber ich glaube, gegen Zeus habe ich schon oft verloren. Nee, diesmal nicht. Ah, perfekt. Das trifft sich gut. Jetzt wird es nämlich aufgerundet. Jetzt habe ich 92% Sammelalbum. Das war eigentlich alles, was ich heute erreichen wollte. Der Rest geht mir eigentlich erstmal relativ dran vorbei. Also, wie gesagt, Angriffe innerhalb der Gilde sind auf jeden Fall zugelassen. Also, solange wir noch nicht hier voll Dings haben, ist alles cool. Voll Sammelalbum. Ja, hier ist Fiso war sogar gestern die ganze Zeit auf Rang 1, aber jetzt ist er im Moment auf Rang 2. Ja, die White Walkers sind da ziemlich weit, sind da schon ziemlich am Dominieren. Die Top 28, also ich sag mal, naja, okay, Nick Walty ist da leider mittendrin, das ist natürlich nicht so praktisch, aber den kriegen wir da irgendwann auch noch raus. Nein, also es muss natürlich immer Konkurrenz geben, Leute. Also, also S&F ohne Konkurrenz wäre schrecklich, ja. Also, ne, dass wir uns das mal so, dass wir uns da so richtig verstehen, denn S&F ohne Konkurrenz, wie gesagt, das haben schon sehr viele gesagt. Und ja, also da haben schon viele gesagt, dass sowieso S&F ohne Konkurrenz einfach nichts ist. So, es ist zwar schön so, wenn die eigene Gilde am Dominieren ist, aber ja, ohne Konkurrenz ist nichts, ne Leute. Also da, also es ist immer spannend, wenn Konkurrenz dabei ist. So ist es ja nicht. Und ich gönn Frozen Flames es auch. Ich habe zwar ein paar komische Geschichten gehört, so, die auch da bei den Frozen Flames über uns. Ja, weiß ich nicht, da gab es Geschichten über uns, die, ja, sag ich mal, ja, einfach mal nicht stimmten, jedenfalls nicht in dem Zusammenhang. Aber das ist jetzt auch erstmal nicht weiter relevant, aber auf jeden Fall, ja, viel, naja, also es kommt natürlich immer irgendwas auf da, also in den
Top-Rang kommt es natürlich immer zu ein paar Streitigkeiten. Eigentlich nicht, wobei, nee, eigentlich nicht. Also es gibt da schon, meistens sind das eigentlich relativ vernünftige Gildenleiter. Hier kann ich mir leider keine richtige Meinung drüber machen. Ja, wie gesagt, da kursiert etwas, aber wir werden es sehen. Ich habe schon Wetten abgeschlossen. Nein, ich habe natürlich nichts dergleichen getan, aber ich habe, sage ich mal, eine Vorachtung, also eine Vorahnung. So. Gut, Leute, ich denke, das war's dann auch erstmal. Gucken wir uns noch kurz den Quest hier an. Ja, wow, voll spannend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Vergesst nicht zu liken, ne?